Der Winter 2020 und 2021 war wirklich hart. Covid-Versorgung bedeutet auch Sterben und das ist sehr emotional. Das war die härteste Zeit für uns alle, ob Pflege oder Ärzte, weil wir so viel Leid und tragische Einzelschicksale gesehen haben wie nie zuvor. Ich habe mal gesagt, es ist so living on the edge gewesen. Es war immer auf Kante alles. Die Erschöpfung ist immer noch zu spüren. Der Sommer hat zum Erholen nicht gereicht. Covid-Patienten zu versorgen, ist eine hohe körperliche Belastung. Wir sind in Schutzausrüstung die ganze Zeit im Zimmer und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es ging alles immer gerade so, aber es war unheimlich anstrengend und wir haben uns immer mit dem Gedanken gerettet, dass es bald vorbei ist. Dann kam die Impfung und dann hatten wir große Hoffnung, dass es vorbei ist. Und jetzt lassen sich nicht alle impfen, obwohl es so wichtig wäre. Aktuell haben wir noch freie Betten, aber wir stellen gerade fest, dass täglich neue Covid-Patienten zu uns kommen und wir befürchten, dass wir an unsere Kapazitätsgrenze kommen. Jetzt geht's wieder los, die vierte Welle. Es ist einfach schwer, die Motivation jetzt zu finden, noch eine Welle durchzustehen. Ja, letztes Jahr hatten wir keine Hoffnung außer der Impfung. Jetzt haben wir die Impfung. Deswegen bitte ich Sie, nehmen Sie die wahr, nehmen Sie Ihre Gesundheit nicht als gegeben und selbstverständlich hin. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir als Gesellschaft wieder mehr füreinander einstehen. Denn die Freiheit des einen hört dort auf, wo die Freiheit des nächsten beginnt. Bitte lassen Sie sich impfen und beachten Sie die Hygieneregeln. Glauben Sie nicht, Corona ist nur eine einfache Grippe, denn jeder kann schwer erkranken, kann hier bei uns auf der Intensivstation liegen. Und der Weg bis hierher und hier raus ist ein harter, langer Kampf zurück ins eigene Leben. Wir denken, dass ihr auch schafft, was niemand für möglich hält. Dass sich alle Berlinerinnen und Berliner impfen lassen, für die die Möglichkeit besteht. Denn nur als Team sind wir stark.